I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. There is, however, a class of fancies of exquisite delicacy which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas, how rarely, only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see or seem is but a dream within a dream. A dream within a dream. Ein Traum innerhalb eines Traumes. Sollte es möglich sein, dass wir in einem solchen leben? Und falls ja, wer ist dann der Träumer? Bin das am Ende ich selbst? Das sind so die Fragen, die mich wirklich interessieren. Aber dann, hin und wieder, holt mich die sogenannte Wirklichkeit innerhalb des möglichen Traumes ein. Und dann werde ich für kurze Momente ein Teil davon. In Hamm wurde am Mittwochabend eine Frauenleiche gefunden. Nach dem Fund nahm die Polizei einen 24-jährigen Tatverdächtigen fest. Bei ihm handle es sich um einen in Hamm wohnhaften Syrer, so die Staatsanwaltschaft. Und ihr wollt uns erzählen, wir sollen mit solchen Todesfällen zu leben lernen? Nein, ihr lernt zu leben, was unsere Rache und unser Widerstand heißt. Auf diesem Spielplatz in Köthen in Sachsen-Anhalt eskalierte der Streit. Ein 22-Jähriger ist tot, er war mit zwei Afghanen ineinander geraten. Er sei ein höflicher junger Mann gewesen, konnte keiner Fliege was zuleide tun, hieß es. Doch nun ist er tot. Ein Anwohner wurde von Schreien alarmiert. Mit Handtüchern versuchte er noch den Blutverlust aus der Wunde von Christian zu stoppen. Um 30 Jahre, 1,80 Meter, dunkler Dreitagebart, südländische Erscheinung. Ich mache ein Problem! Ich kriege diese Anstand! Ich bin die Zeitung zunächst in Frage gestellt. Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist. Ja, das ist eine kurze Info, wo ich mein nächstes Video hochladen werde, nämlich auf meinem neuen BitChute-Kanal. Weshalb dort? Weshalb nicht auf meinem Vimeo-Account? Ja, das ist deshalb so, weil Vimeo meinen Account gelöscht hat. Und warum haben die das mutmaßlich gemacht? Ja, also mutmaßlich werden sie das aufgrund einer Beschwerde der ARD gemacht haben. Und weshalb vermute ich das? Ja, das ist deshalb so, weil ich das von der ARD auf YouTube gesperrte Video dort hochgeladen hatte. Alle anderen Videos haben auf Vimeo keinen Menschen copyright-technisch interessiert, ja. Und ich habe den Kanal ja seit, ich weiß nicht, 4 Jahren oder sowas gehabt oder noch länger, keine Ahnung. Ja, die ARD ließ bereits auf meinem YouTube-Channel manuell veranlassen, Videos von mir sperren zu lassen. Ja. Und eine manuelle Veranlassung, ein Video zu löschen, ja, das ist was anderes, als wenn der YouTube-Filter das automatisch löscht. Also da muss sich jemand von der ARD schon direkt hingesetzt haben, ne, und an YouTube geschrieben haben und, ey, löscht mal das Video. So die Nummer, ne? Aber was könnte der ARD so sehr an meinem Video missfallen haben? Ich meine, Ausschnitte von der ARD, die gibt's auf ganz YouTube, ja, also von Nachrichtensendungen oder sonst irgendwas, ne? Die gibt's auf ganz YouTube, ne? Also, was könnte der ARD so sehr missfallen haben? Ja, möglicherweise deshalb, weil ich im besagten Video der ARD und Co. ja, eine gewisse Drückerkolonnen-Mentalität attestierte. Ja, und das hätte ich gar nicht gesagt, ja, wenn ich kurz zuvor die
ID ein anderes Video von mir hätte sperren lassen. Denn das hatte mich erst auf diesen Weg gleich gebracht. Kurzes Beispiel, einer von der Drückerkolonne kommt an deine Tür, er will dir eine Zeitschrift verkaufen, macht den Fuß in deine Tür und signalisiert so damit kaufen oder Stress. Und was macht die ARD und Co. anders? You got it, gar nichts. Ja, im übertragenen Sinne machen sie das Gleiche, nämlich sie sagen, wenn du das nicht bezahlst, ja, also für den staatlichen Rundfunk nicht bezahlst, ja, dann schicken wir jemanden. Wir schicken einen Buddy von uns, also in dem Fall einen Gerichtsvollzieher, der dann nicht nur den Fuß in deine Tür macht, sondern gleich reinkommt. Ja. Und wenn du ihn nicht reinlässt, dann ruft er einfach die Cops und sagt im schlimmsten Fall, ja, das ist ein Reichsbürger. Ne? Also ein fantastisches Geschäftsmodell. Also im Grunde noch wesentlich schlimmer als so ein Typ von einer Drückerkolonne. Ja, den kannst du zur Not dann rausschmeißen. Das kannst du bei dem Rundfunk Service, ja, Zwangsservice, muss man sagen. Das kannst du dann nicht. Ja, und es gibt noch einen eklatanten Vorteil bei diesen Drückerkolonnen-Leuten, ja, wenn du da so ein Abo gekauft hast oder so eine Zeitschrift gekauft hast, ja, dann kannst du mit dieser Zeitschrift machen, was du möchtest. Du kannst sie ausschneiden, kannst die Bilder übers Bett hängen, kannst alles machen. Du kannst sie verwenden. Das wiederum kannst du bei ARD und Co., also beim sogenannten Staatsfernsehen, kannst du das nicht, ja. Du musst auch dort bezahlen, ja, du musst bezahlen, ne. Aber du darfst es nicht verwenden. Ja, und wenn du mal genau schaust, dann erkennst du, es ging um 31 Sekunden. Ja, also 31 Sekunden der ARD. Da behaupte ich, das habe ich schon 10-mal bezahlt. Also, wie auch immer, völlig absurd. So läuft's beim Staatsrundfunk. Okay, so viel nun mal zu den mutmaßlichen Gründen, weshalb mein Vimeo-Kanal jetzt nicht mehr existiert. Macht dir aber nichts, denn jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und ich liebe neue Anfänge, weißt du, so ausgetretenem Pfad, das ist ohnehin nichts für mich. Also, wenn ihr wollt, dann eben dort vorbeischauen. Ne? Ich werde das nächste wird dann schon auch auf YouTube hochladen. Aber wer weiß schon, ob mein YouTube-Kanal bis dahin noch existiert, ja, weiß man ja nicht. Und ist ja auch so, dass bei anderen auch ständig irgendwie ein Kanal gelöscht wird. Insofern, ich versuch's einfach mal mit BitChute. Natürlich werde ich dann auch dort die älteren Videos, zum Beispiel hypnotisierte Massen und so weiter, ne, auf diesem BitChute-Channel hochladen. Da fällt mir übrigens gerade was ein, wenn ich so die ganzen gesperrten, also von mir von YouTube gesperrten Videos ansehe. Ja, und das wollte ich schon lange mal sagen, hab's immer wieder vergessen, ne, ist ja auch nicht so wichtig, aber es gibt ja so ein paar Spezialisten, die im Internet schreiben, ja, diese, ja, sind ja da, die macht's für Klicks. Und deshalb möchte ich diesen Super-Spezialisten selbstverständlich ja gerne mal den Tipp geben, genauer hinzuschauen. Ja, siehst du da irgendwo ein Eurozeichen oder ein Dollarzeichen? Nein, siehst du nicht? Oh, dann mag das daran liegen, dass ich 0,0 Cent mit meinen YouTube-Videos verdiene und dass insofern Klicks oder nicht Klicks, was das anbelangt, vollkommen irrelevant für mich sind. Und doch, YouTube empfände gemäß meines Statuses Monetarisierung für geeignet. Ja, das kannst du ja hier sehen, ne? Werde ich aber nicht tun. Wollte ich nie, werde ich nie. Warum? Weil mich mit Werbung zugemüllte Videos aggressiv machen, ja? Und das möchte ich auch niemand anderen zumuten. Dass dann dennoch hin und wieder Werbung auf meinen Videos sein mag, das weiß ich gar nicht genau, ne? Weil ich habe einen Adblocker. Da kann ich nichts für. Ja? Das setzt dann YouTube ungefragt drauf und begründet das mit einer Copyright-Verletzung, was alles sein kann. Ja, es kann 20 Sekunden Ausschnitt von ARD sein, diese vielleicht mal genehmigen. Oder eben ein Track, ja, Musik. Ich möchte aber ganz klar sagen, dass ich das nicht verurteile bei anderen, ja. Also ich verstehe das, ja, die machen auch ewig was an einem Video und ja, irgendwo muss ja die Kohle reinkommen, ne. Aber es ist halt kein Weg für mich. Aber egal jetzt, ja, also ihr wisst Bescheid, mein nächstes wird, lade ich unter anderem auch bei BitChute hoch, ja, und auch die gesperrten Videos. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt ihr einfach dort mal vorbei. Ach so, ja, ich brauche noch ein bisschen, ja. Für so ein Video brauche ich immer, und es wird ein längeres, ja. Oh, meine Wellies sind wieder voll laut, hört ihr die, ne? Was heißt meine? Die gehören sich selbst, ne? Also, okay. Ich brauche noch ein bisschen, ja, für mein nächstes Video. Das zieht sich bei mir halt immer so ein bisschen hin, ne? Ich kann nicht immer was dran machen. Also, so, weiß ich nicht, 2 Wochen oder so brauche ich wahrscheinlich schon noch. Jetzt wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und, ja, vielleicht ja bis bald. An alle, die anders denken. Die Rebellen. Die Idealisten. Die Visionäre. Die Querdenker. Die, die sich in kein Schema pressen lassen. Die, die Dinge anders sehen. Sie beugen sich keinen Regeln. Und sie haben keinen Respekt vor dem Status quo. Die, die verrückt genug sind zu denken, sie könnten die Welt verändern.
sind die, die es tun.